Okay, absoluter Bad Hair Day heute. Da geht nichts ohne Mütze. Kaum noch ein Haar auf dem Kopf und trotzdem, naja. Katze? Die Katze ist bereit, ich bin bereit. Geht's los, gut. Hi und herzlich willkommen in diesem Video, einem sehr speziellen Video, denn heute darf ich meine eigene Meinung äußern. Und zwar zu dem letzt hochgeladenen Video von mir, da geht es um die Verhütungsmethoden. Und ihr habt mich ganz, ganz viel gefragt, was denn meine Erfahrung und meine Meinung zu den einzelnen Verhütungsmethoden sind oder ist. Und ich habe mir gedacht, ich mache das nicht in dem richtigen Video zu den Verhütungsmethoden, weil da soll es wirklich nur um Fakten gehen, um Informationen und nicht um irgendwelche Vor- und Nachteile und solche Geschichten. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache noch ein eigenes Video dazu, was ich eigentlich so von den einzelnen Verhütungsmethoden halte. Und dazu muss man auch sagen, das ist meine persönliche Meinung. Also jeder darf sich eine Meinung machen und jeder darf sie auch äußern, das tue ich hiermit. Und es gibt mit Sicherheit Menschen, die sind anderer Meinung, das ist auch völlig in Ordnung, aber das hier ist meine persönliche Meinung. Und fangen wir einmal an mit den hormonellen Verhütungsmethoden und da ist natürlich der Klassiker, den picke ich mir auch raus, die Antibabypille mit all ihren Vor- und Nachteilen, die es da gibt. Und ich muss ein bisschen ausholen und ein bisschen was zur Geschichte erzählen, weil ich das ganz lustig fand, als ich da recherchiert habe. Die Antibabypille war erst nicht als Verhütungsmittel gedacht, sondern das sollte die Schmerzen und die Symptome der Regel einfach lindern. Und so war es auch zugelassen, Anfang der, ich glaube 60er war es, wurde es tatsächlich zugelassen zur Linderung der Beschwerden während der Periode. Also ziemlich lustig und dann hat man herausgefunden, hey, das ist ja eigentlich auch ein ganz gutes Verhütungsmittel und hat es dann schließlich so gebraucht. Und dazu muss man auch sagen, geschichtlich hat das auch war ein riesen revolutionäres Ding. Es gab auf einmal ein Verhütungsmittel neben dem Kondom, was ganz, ganz sicher war, was die Frau einfach nur schlucken musste und konnte ungehindert Geschlechtsverkehr haben. Es hat also auch der Emanzipation der Frau geholfen. Es hat geholfen, die Sexualität auf eine ganz andere Ebene zu heben. Also jetzt konnte man wirklich ungestört Geschlechtsverkehr haben, ohne dass da irgendwas passiert. Und ja, insofern waren das schon sehr, sehr viele Vorteile, die man auch gar nicht wegdiskutieren kann. Aber neben den ganzen Vorteilen, die auch noch da sind mit besserer Haut und man hat jetzt die Möglichkeit, seinen Zyklus quasi selbst zu steuern. Man kann sagen, okay, ich nehme 3 Wochen die Pille, dann setze ich sie ab und dann kriege ich meine Regelblutung. Also man kann von außen Einfluss auf den eigenen oder auf die eigene Periode nehmen. Und das ist natürlich alles ein wahnsinniger Vorteil, muss man schon sagen. Aber man darf auch nicht die Nachteile der Antibabypille und vor allen Dingen der Hormone vergessen. Denn der weibliche Zyklus ist mega komplex und jedes Hormon bedingt das andere. Und wenn man da von außen eingreift, ist das nicht immer so ganz erstrebenswert. Es gibt auch noch ganz, ganz viele andere Nachteile der Antibabypille. Da möchte ich gar nicht, körperliche Nachteile, da möchte ich gar nicht im Einzelnen drauf eingehen. Da könnt ihr alles im Beipackzettel nachlesen, was es da für körperliche Nachteile und auch Risiken gibt, wenn man die Antibabypille nimmt. Ich möchte nur noch eins zu Nachteilen anmerken. Die Östrogene, die man zuführt per Tablette oder was auch immer, können nicht von der Niere abgebaut werden. Das heißt, die menschliche Niere ist nicht in der Lage, das Östrogen zu filtern und zurückzuholen in den Körper, sondern das wird ausgeschieden in die Toilette und wir spülen das einmal weg. Das kommt in die Kläranlagen. Auch die Kläranlagen sind nicht in der Lage, Östrogen da rauszufiltern. Das kommt also grundsätzlich irgendwann mal in die Natur, in das Grundwasser. Und es gibt heute schon Studien dafür, dass Kleinsttiere und auch schon Fische feminisieren. Das heißt, die werden einfach weiblicher. Wir greifen also mit unseren hormonellen Verhütungsmethoden in das Ökosystem ein. Und wenn wir jetzt anfangen mit Solarenergie, Windkraft und CO2-Emissionen und elektrischen Autos und so weiter, muss man auch daran denken, dass wir grundsätzlich damit in das Ökosystem eingreifen. Denn Östrogene kommen in die Umwelt und wir haben gar keine Chance, das rückgängig zu machen. Also auch hier ist für mich die Antibabypille eine super Sache. Klar, ganz, ganz sicheres Verhütungsmittel, aber mit sehr vielen Nachteilen gespickt und absolut nicht mein Favorite bei der Verhütung. Als nächstes kommen wir zum zweitbeliebtesten Verhütungsmittel, würde ich fast meinen. Das ist die Spirale. Und vor allen Dingen die Kupferspirale wird ja sehr gerne eingesetzt im Wochenbett, wenn der Muttermund noch so ein bisschen offen ist. Da kann man das sehr, sehr gut einlegen. Es hat keine Hormone. Aber ich bin nicht der, meine Freunde und Freundinnen wissen, dass ich bin überhaupt nicht der große Spiralen-Fan. Das ist meine persönliche Meinung. Ich finde es wirklich spooky, wenn man noch nicht mal weiß, wie der Wirkmechanismus genau ist. Man sagt, okay, Kupferspirale legen wir mal ein. Das ist irgendwie ein Fremdkörper für den Menschen und da gibt es eine Entzündungsreaktion, die chronisch ist und deswegen funktioniert das irgendwie. Das ist ja die Erklärung der Kupferspirale. Und allgemein finde ich Fremdkörper in einen Menschen einbringen, um irgendwas zu bezwecken, sehr fragwürdig. Und deswegen bin ich auch nicht der große Fan davon.
Und wir sehen natürlich in der Klinik auch Dinge, Auswirkungen von solchen Spiralen, die jetzt vielleicht Frauenärzte oder auch ganz normale Menschen, die damit nicht so viel oder alltäglich zu tun haben, das nicht sehen. Und das sind wirklich fiese, fiese chronische Entzündungen, die übergehen in eine akute Entzündung und die so weit reichen können, dass die Eileiter sowas von verkleben und vernarben, dass auf einmal eine Sterilität da ist. Also dass die Frau, die eigentlich nur ein bisschen verhüten wollte, auf einmal komplett steril ist, weil diese chronische Entzündung einfach zu stark geworden ist. Das passiert nicht super häufig, aber es passiert und es passiert relativ regelmäßig. Also wir sehen es relativ regelmäßig in der Klinik bei Operationen, wo wir sagen, okay, das könnte jetzt von dieser Spirale herreichen. Hormonelle Spirale, das Thema hatten wir ja gerade mit den Hormonen und die Kupferspirale. Wow, also man weiß nicht so wirklich, wie es funktioniert. Das ist irgendwie ein Fremdkörper und irgendwas passiert da. Und also ich bin überhaupt nicht der große Fan von Spiralen, meine persönliche Meinung. Jetzt hatten wir schon die Hormone, jetzt hatten wir die Spiralen, jetzt können wir noch diese Barrieremethoden ansprechen. Da ist der Klassiker ja das Kondom. Und hey, was soll ich gegen das Kondom sagen? Gerade in früheren Jahren, wir waren alle mal jung und hatten etwas wechselnde Sexualpartner, ist das Mittel gegen Geschlechtskrankheiten. Das Kondom ist das einzige Verhütungsmittel, was vor Geschlechtskrankheiten schützt. HIV, also AIDS, HPV, dieser Virus, der Gebärmutterhalskrebs machen kann. Das sind alles sexuell übertragbare Krankheiten, die es gibt und die nicht wegzudiskutieren sind und das Kondom schützt. Und gerade wenn man anfängt, seinen Körper zu entdecken und seine Sexualität zu entdecken und dann doch so ein paar wechselnde Geschlechtspartner hat, dann sollte man oder muss man eigentlich schon der Verantwortung gegenüber der anderen Menschen ein Kondom tragen. Also Jungs, ich weiß, wovon ich rede, es ist nicht der tollste Moment, wenn man da mitten dabei ist und holt dann diesen Schlübbi raus und muss den dann überziehen. Das ist nicht der tollste, erotischste Moment, aber es ist etwas Gutes und deswegen macht es bitte vor allen Dingen in frühen Jahren. Und dasselbe gilt dann übrigens auch später, wenn man dann mal sesshaft geworden ist, man hat geheiratet und man hat jetzt das erste Kind und die Frau ist im Wochenbett und hat dann nach so ein paar Wochen dann doch wieder Lust auf Geschlechtsverkehr. Ist das auch eine super Methode, um zu verhüten? Erstens muss die Frau keine Hormone zu sich nehmen, um zu verhüten. Und zweitens schützt es genau davor, was wir eben gesprochen haben, vor etwaigen Krankheiten. Wochenfluss kann kontaminiert sein und da ist es einfach das Beste, wenn sich beide schützen und ein Kondom benutzen. Also in der Anfangszeit im Wochenbett ist Kondom auf jeden Fall meine absolute Empfehlung. Dann kommen wir schon zur abschließenden Methode und da kann man eigentlich nur Positives sagen und das ist die natürliche Verhütungsmethode. Sie kann wirklich gut funktionieren, das kann ein ganz sicheres Verhütungsmittel sein. Man braucht natürlich einen relativ regelmäßigen Zyklus, man muss auch einigermaßen darüber nachdenken und man muss sich auch damit auseinandersetzen, wie ist mein Zyklus, wann habe ich eine befruchtbare Phase, wie lange lebt eine Eizelle und Spermien, damit man diesen Zeitraum einfach rauskriegt, wann man den Geschlechtsverkehr vermeiden sollte oder wann man Sex haben darf. Und das kostet nichts, man führt nichts von außen zu seinem Körper hinzu. Man kann trotzdem eine erotische Situation im Bett haben, ohne dass man irgendwelche Kondome überstülpen muss. Aber man muss auch ehrlich sein, die Frau oder beide müssen eigentlich auch ein bisschen mutig sein. Denn das ist nicht die sicherste Methode, das ist ganz klar. Und der Körper macht manchmal, was er möchte und dann ist man vielleicht doch schwanger. Also es sollte schon einigermaßen in die Lebenssituation passen, dass man schwanger werden könnte. Wenn das absolut ausgeschlossen ist, jetzt schwanger zu werden, und es geht überhaupt nicht. Wobei, wir wissen alle, den perfekten Moment gibt es nicht. Hier ist gerade ein Vogel gegen die Scheibe geflogen. Furchtbar. Aber er lebt. Ich kann euch beruhigen, er lebt. Solange die Katze noch schläft jedenfalls. Wo war ich? Ja, man muss mutig sein. Und wenn das gar nichts für einen ist, dann muss man halt andere Verhütungsmethoden benutzen. Aber das wäre mein absoluter Favorite und eine Empfehlung für euch. Wenn ihr einen regelmäßigen Zyklus habt, probiert es mal. Wirklich. Ich finde das ganz cool, dass das gerade so eine mega moderne Welle ist im Internet. Und NFP und wie es auch genannt wird, ist egal. Es funktioniert, macht das ruhig publik. Das finde ich ganz gut, dass das jetzt so neuen Aufschwung hat. Wie gesagt, die Methode gibt es schon ein paar Jährchen. Okay, ich glaube, ich bin soweit durch. Das war meine persönliche Meinung zu den einzelnen Verhütungsmethoden. Ja, die hormonelle Verhütung ist nicht gut weggekommen. Die Spirale ist auch überhaupt nicht gut weggekommen. Relativ gut weggekommen ist das Kondom. Und das kann ich natürlich nur propagieren und sagen, benutzt Kondome. Es ist ein absoluter Schutz für alle Beteiligten. Und die natürliche Verhütungsmethode ist natürlich, wenn das klappt, der Oberknaller, kostet gar nichts und funktioniert sehr gut. Ein Wort noch abschließend. Wow, ich habe schon wieder einen Redeflash. Zur Sterilisation, natürlich, das ist so der Last Step, der letzte Schritt zur Verhütung. Man kann sich sterilisieren lassen und zwar beide können sich sterilisieren lassen. Liebe Männer da draußen. Bei euch
Männern oder bei uns Männern, muss ich ja sagen, ist das wirklich ein kleiner Mini-Eingriff. Das wird in lokaler Betäubung gemacht, es wird einmal schnippschnapp gemacht und fertig. Und man kann es sogar, wenn man möchte, später nochmal rückgängig machen. Bei der Frau ist das immer mit einer operativen oder mit einem Eingriff einfach verbunden. Man muss in den Bauch rein und neben den Eileitern, die man durchtrennen muss, sind Darm, sind andere Organe, Harnblase. Also das ist immer ein Eingriff, der relativ große Risiken birgt. Und im Gegensatz dazu ist das bei uns Männern ein Mini-Eingriff. Also, liebe Männer, habt ein Erbarmen mit euren Frauen. Wenn das im Raum steht und ihr wollt eventuell den Schlussstrich ziehen und euch sterilisieren lassen, dann mach du als Mann den ersten Schritt und sag, Schatz, ich mach das für dich. Es ist wirklich ein Pipifax und ich würde, keine Ahnung, ich würde ausrasten, wenn ich meine Frau auf den OP-Tisch legen würde, nur weil ich zu ängstlich bin, da mir am Ei rumschnibbeln zu lassen. Also mach das bitte. Das nur als kleiner Appell hinten raus. Sterilisation ist echt nichts Wildes für den Mann. Genug geredet, glaube ich. Katze schläft, glaube ich, noch. Ja. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Meine persönliche Meinung. Es tut mir auch mal gut, das loszuwerden. Und ja, wie gesagt, das ist meine Meinung. Jeder Mensch darf eine haben. Und ihr habt vielleicht auch andere Meinungen. Oder vielleicht sagt die eine oder andere, ja, das passt eigentlich so, was er da sagt. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen. Dann kommt vielleicht mal das ein oder andere Video mehr zu meiner eigenen Meinung über. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video einfach wieder. Viel Spaß beim verhüteten Geschlechtsverkehr. So, jetzt kann ich ja nochmal meine Haare zeigen. Also, so sah das aus.